So, weiter. Schloss knacken. Und noch ein Brunnen. Da sind wir im Kreis gelaufen. Hier lagen eine Menge Speerspitzen, einige Dolche ohne Griff, eine Spitzhacke und ein gebrauchsfertiger Säbel. Wollt ihr was davon mit euch nehmen? Nö, nicht wirklich. Oh. Und ein komisches Bild. Das gucken wir uns gleich an. Im Glutbecken der Esse liegt noch ein Rohling, der wohl zu einem Schmied geschmiedet werden soll. Über der Esse könnt ihr einen Rauchabzug erkennen, der jedoch höchstens einer Ratte als Durchstoff dienen könnte. Nee, wir sind ein bisschen größer als eine Ratte. Ein Bierfass? Nein. Und jetzt dieses komische Bild. Hallo? Dieser Schrein ist wohl Gravisch, dem orkischen Schmiedegott gewidmet. In einer kleinen Nische liegt ein exzellent gearbeiteter Dolch. Wollt ihr ihn mitnehmen? Es ist ein orkischer Gott. Also können wir ihn ruhig verärgern? Na komm, ihr packt den Dolch ein. Genau, du kannst uns gar nichts. Wo ist der Dolch? Nein, das ist das Schwert. Brecheisen. Dolch schwer. Zaubersprechen. Hellsicht. Analyse. Auf. Dolch schwer. Nuda Structura Magie. Kann nichts Besonderes erkennen. Der Dreizack, wo wir gerade dabei sind. Weiter. Dreizack. Nuda Structura Magie. Nö. Alles sehr enttäuschend. Aber na gut. Oh, ganz viele Kisten. Eiserne Rohlinge und Kohle. Wollt ihr die Kisten hier untersuchen? Ja, finden aber nichts. Also wenn wir irgendwann gefunden haben, wonach wir suchen, nämlich einen Salamanderstein, könnten wir doch theoretisch hier unten alles in Brand setzen. Weil die ganzen Kisten voll mit Kohle dürfen bestimmt gut Hitze generieren. Und dann das ganze Ding hier abfackeln. Naja, müssen wir später gucken. Erstmal auf Terix Karte schielen. Und hier scheinen wir genau richtig zu sein. Und sonst ging es da noch weiter. Ja. Eine Tür. Einem kleinen Schlafraum, wo zwei Orks auf uns warten. Keine Magie. Also jetzt, abgesehen von dem anfänglichen Kampf, wo wir eigentlich wahrscheinlich gar nicht hätten reintapsen sollen, ist das hier wirklich nicht so stark besiedelt. Also wir könnten es wirklich gut hinbekommen, die ganze Festung von Orks zu säubern, dann auszuplündern und anzuzünden. Oh, mal schauen. Links rum. Okay. Waren auf beiden Seiten noch nicht. Gehen wir diesmal zuerst rechts. Eine Tür und nochmal du. Eine fast 2,5 Schritt hohe steinerne Statue des orkischen Kriegsgottes Brasorak. Den haben wir doch schon mal gehört, vor einer ganzen Weile. Also nicht, ne, eben gerade, sondern schon länger her. Verziert mit allerlei Schmuck aus Kupfer und Messing. In der rechten Hand trägt er einen anscheinend echten Abach. Wollt ihr die Statue plündern, die Statue zerstören, opfern, die Statue ignorieren? Was ist ein Abach? Plündern. Orkschmuck. Nein. Oh. Ganz viel Move wieder weg. Und warum bist du näher dran, du doofe Statue? Wir wollten dich jetzt eigentlich zerstören. Mit einigen wuchtigen Hieben zerschlagt ihr das Götzenbild. Und es ist immer noch da. Hm.
Nun, das ist das, was ihr von der Statue des Brasoak übrig gelassen habt. Sieht genauso aus wie vorher. Aber okay. In schweren hölzernen Kisten verpackt, scheint sich hier ein mechanisches Gerät zu befinden. Als ihr die Kisten vorsichtig öffnet, erkennt ihr zwei Hornissen und zwei Kisten mit schweren Bolzen. Wissen die Götter, wie die Orks an dieses Kriegsgerät gekommen sind? Die Hornissen wollen wir zerstören. Das sind so eine Art Ballista. Mit wenigen sicheren Schnitten durchtrennt ihr die Sehnen der beiden riesigen Armbrüste und blockiert ihre Lademechanismen. Dann deckt ihr das Segeltuch wieder über die Konstruktion. Na, ob das mal reicht, können wir einfach neue Sehnen spannen. Okay, zur Sicherheit hacken wir noch ein paar Mal mit T-Rex-Axt drauf. So. Was haben wir hier? Oh. Wir haben einen Ork. Wir haben einen toten Ork. Also ein Ork bewacht das Kriegsgerät der Orks. Und ein Ork bewacht da auch die Schatzkammer, oder? Ich scheine ja sehr sicher zu sein, dass hier keiner einbricht. Oh, ein Ausgang. Siebel, Dolche, Kurzbögen, Pfeile. Alle mit. Oh. Und noch ein Ork. Ist zwar ein etwas besserer Ork, aber trotzdem nur ein Ork. Oh, und Myrum sollte mal verarztet werden. Ist ja doch recht angeschlagen. Also jetzt nicht nur von diesem Kampf, sondern auch vorher schon ein wenig. Jallen, versuch mal Myrum zu heilen. Myrum, 13 Lebenspunkte. Ja, das reicht doch schon, oder? Ja, super. Okay, wir wollen nicht raus. Wir wollen weiter suchen nach einem gewissen Stein. Nein, wir wollen kein Bier trinken. Die sind echt an jeder Ecke hier. Also die paar Orks, die hier wohnen, lassen sich richtig gut gehen. Ja, wieder zwei. Und bye bye. Oh, Verstärkung. Bye bye Orks. Und zack. So, was ist mit Jallen los? Du hast keine Pfeile mehr. Dann gib du ihr doch mal 13 ab. Nicht alt ausdrucken. Zurück. So, sind wir einfach ins Schlafquartier reingetapselt. Na gut, hilft nichts. Wir wollen ja eh hier alle umbringen. Ein Fallmechanismus. Ein langer Gang, der nach links abbiegt. Ah, da kommen wir her. Das heißt, nicht nach links, sondern weiter geradeaus. Knack. Noch ein Schlafraum. Komm her, ihr doofen Orks. Drei. Keine Magie. Das hätte ich auch nicht mitbekommen. Wir gehen jetzt von Raum zu Raum in dieser Kaserne und bringen alle Orks um. Und die im Nachbarzimmer wundern sich, was für eine Party nebenan steigt. Zu viel Gezecht, hä? Naja, Schmerzensschreie und Gegröle von einem Trinkgelage dürften sich eigentlich ein wenig unterscheiden. Okay, bei Ork kann man ja nicht wissen, aber... Was haben wir hier? Noch eine Kammer? Jo. Aber diesmal leer. Ist bestimmt geflohen. Oh, und eine Truhe. Wirselkraut, Goldschmuck. Wirselkraut kann mit... Der Rest kann hier bleiben. Und 49 Münzen. Kann jetzt mit der Kriegskasse nicht so wirklich mithalten, aber jedes bisschen hilft. Noch eine Tür. Oh. Ist das die Mine? Gehen wir erstmal rechts rum lang. Ein zugemauerter Bereich. Oh. Von der Decke prasseln Steinbrocken herab. Okay, ist echt nicht sicher hier. Noch
eine Sackgasse. Sehr langer Korridor. Ende. Okay, schnell raus hier, bevor noch was von der Decke prasselt. Au. Ja, 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 wir laufen schon raus. Und raus. Autsch, autsch, autsch. Du Wisselkraut. Du Wisselkraut. Du Wisselkraut. Noch jemand? Jo. Ja, du kannst auch eins vertragen. Gerogon braucht nicht unbedingt Tirik. Tirik kann ein paar davon essen. Ja, das sind ein Bären. So. Nicht angucken, essen. So. Raus. Und dahin. Schloss knacken. Noch eine Schlafkammer. Noch mehr Orks. Noch mehr tote Orks. Und da war eine Kiste. Ich habe es ganz genau gesehen. Wir müssen uns im Raum gleich mal umgucken, wo die sich versteckt. So. Ganz viel Stroh, Kiste. Dolche, Säbel, Orkschmuck, Fackeln und Schnaps. Und ein paar Münzen. Das scheinen wohl immer die Räume von so kleinen Plünderergruppen zu sein, die da ihre Beute aufbewahren. Oh, und da geht eine Treppe nach oben. Hm. Das könnte in den Bereich führen, den wir vorher gesehen hatten, aber nicht hinkonnten. Was sagt die Karte von Tirik? Da ist die Mine. Und alles andere haben wir erforscht. Jo, sehr schön. Hoch da. Ihr schleicht die Treppe hinauf. Also bei dem ganzen Lernen, wir bisher veranstaltet haben, mit toten Orks, Ogern, Fallen und was weiß ich, jetzt noch zu schleichen, ich weiß ja nicht. Geht nicht. Geht nicht. Oh. Zwei Orks, nein, drei. Ah, und Talana sollte ja noch verarztet werden. Dann wird Gwendol noch ein, zweimal versuchen, das Ding zu knacken. Wenn das nicht klappt, muss Talana wieder ran. Auch wenn ihre Astralenergie durch die ganzen Hellsichtszauber jetzt auch schon arg runter ist. So, du, isst bitte ein Wirselkraut. So. Ach, weißt du was, Talana? Kannst ihn gleich trinken. So, Gegenstand wegwerfen. Ja, zurück. Und klick. Nein. Und klick. Nein. Und formen. Nee, das müssen wir irgendwie anders aufbekommen. Schade. Da geht's runter. Hier ist nirgendwo irgendwas. Das heißt, in irgendeinem der größeren Räume, also Schmiede, Tempel, was auch immer, müssen wir einen Schlüssel finden. Du hast aber alle Schlüssel, oder? Gusseisenschlüssel, Kupferschlüssel, ja. Haben wir auch beide schon benutzt. Also, Na gut, was sagt die Karte? Karte sagt... Als wir vor kurzem hier in Hellsichtzauber gesprochen hatten. Und es war andere Etage. Aber es müsste hier irgendwo noch weitergehen. Also müssen wir doch nochmal in die Mine rein. Das heißt, hier rum und gleich rechts abbiegen. Genau. Das tut jetzt gleich weh, aber das müssen wir halt tragen. So. Au, es häuft sich aber ganz schön und... Oh, ja, dann... Du kannst schnell ein Bier essen. So. Viel mehr Einbeeren essen. So, schon viel besser. Raus. Weiterlaufen. Und überall schön... Au. Oh, Talana. Es wird ja immer schlimmer hier.
So, du. Ein Wieselkraut. Du. Mehr als ein Wieselkraut. So. Du viel, viel mehr als nur ein Wieselkraut. Sie war schon ohnmächtig. So. Und so vorrätig noch langsam zur Neige. Ist nicht schön. So, noch ein. Noch ein. Ja, das ist ein Wieselkraut. Danke. Prima wird auch noch was brauchen. Wir gewinnen auch noch. Und dann haben wir keine Wieselkräuter mehr. Wir müssen wirklich sehr schnell hier aus der Mine raus. Starker Heiltrank. Den kannst du mal trinken. Bringt eh nicht ganz so viel. Schurikenknollen gibt's, solltest du nicht trinken. Haben wir noch einen normalen Heiltrank? Nur starke. Ne, die können wir uns auch bewahren. Okay. Ganz schnell Blick auf die Karte. Nö. Rechts an der Wand lang. Ist nichts, ist nichts. Weiter, 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 weiter. Au, 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 au. Au, 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 au. Starker Heiltrank für dich. Starker Heiltrank für dich. Starker Heiltrank für dich. Und für dich. Das auch noch. Das auch noch. Und du auch. Wehe, wir finden hier nichts. Quelle braucht noch was. Nimm mal den hier. So, zurück. Komm schon, hier muss es irgendwo noch weitergehen. Unter einem Haufen von der Decke herabgestürzten Herold könnt ihr die Überreste eines Skeletts sehen. Wollen wir sie untersuchen? Ja. Ihr räumt den Schutt beiseite. Nach geraumer Zeit habt ihr den traurigen Haufen Knochen freigelegt. Es handelt sich offensichtlich um das Skelett eines zwergischen Abenteurers, der hier vor einem Einsturz überrascht wurde. Es gibt ein Kettenhemd, mehrere Lederriemen, zerschlagene Laterne, den Kopf einer Axt und einige Münzen erkennen. Wollt ihr alles Brauchbare mitnehmen? Wir brauchen einen Schlüssel, also nein. Plötzlich beginnt Gwendolyn am ganzen Leib zu zittern. Mit weit aufgerissenen Augen starrt sie die Gebeine des Zwerges an und verkrampft die Hände zu einer Faust, bis ihre Knöchel weißer Haut treten. Okay. Gerukon versucht, Gwendolyn gut zu reden, um die Toten ernst zu nehmen. Und tatsächlich gelingt es ihm, sie langsam wieder zu beruhigen. Das Skelett steht jetzt auf. Aber ja, das hat nicht so wirklich viel gebracht. Also... raus. Raus, 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 raus. Autsch. Raus, 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 raus. Und unsere letzten Ressourcen verbrauchen. Alles nur, weil jemand auf die glorreiche Idee kam, noch in meiner Mine nachzugucken. So, wir brauchen es am dringendsten. Du. 22 ist nicht gut. Haben wir noch irgendwas? Starker Heiltrank. Noch ein starker Heiltrank. Dann machen wir uns auf. Karte. Da könnte noch was sein. Topfhelm. Nein, wir wollen keinen verdammten Topfhelm. Wir wollen hier weg. Talana, Bewegung, Transversales. Menno, den Weg will ich jetzt hier noch zu Fuß gehen. Also, da ging es hoch, aber da war ein Schlüssel, den wir noch brauchten. Hier unten waren wir eigentlich fast überall. Außer da. Transversalis Teleport. Ja, sehr schön. Keine abfallenden Steine mehr. Das war echt nicht schön. Aber gut.
Körperkraftselixier, Bronzeflasche. Bronzeflasche weg. Wir haben jetzt ganz viele Bronzeflaschen, die alle weg können, um Platz zu machen für Goldschmuck. So. Schlossknacken. Oh. Eine Art Eintopf. Kochstelle untersuchen. Der Eintopf sieht unverfänglich, wenn auch nicht besonders schmackhaft aus. Ein schmaler Rauchabzug. Ja, nicht so wirklich interessant. Küchengeräte. Kleiner Brunnen. Ein finsteres Loch in der Wand. Ja, das führt runter zu den Latrinen. Ein Fass mit Bier. Und noch eine Tür. Ja, da sollten wir jetzt erstmal sichern. Also bis gleich.